Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem neuen Kanal zurück. In dem heutigen Video geht es um Crystals. Ich werde heute eine kleine Collection mit euch drehen. Und zwar werde ich euch alle die Crystals, die ich besitze, die ich mir so in den letzten Monaten gekauft habe, zeigen. Zumindest die, die ich euch zeigen kann, weil ich teilweise echt große Drusen habe, die ich jetzt nicht einfach hier hintragen kann, weil die halt einfach ein paar Kilo wiegen. Genau, aber ich werde euch einfach mal so die kleineren, die ich euch zeigen kann, zeigen. Und genau, wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt gerne dran und folgt mir auch gerne auf meinen anderen Social-Media-Kanälen. Ich habe Instagram, Snapchat und TikTok. Lasst diesem Video gerne ein Like da, wenn es euch gefällt oder wenn ihr ein Part 2 sehen wollt, weil ich werde in diesem Video jetzt nicht alle Steine zeigen. Ja, und dann fangen wir auch mal direkt damit an. Kommen wir zu dem allerersten Stein und das ist der Bergkristall. Der Bergkristall ist einer der ersten Steine, die ich mir so zugelegt hatte. Der Bergkristall ist besonders für seine klärende Heilwirkung bekannt, da er euch zu Erkenntnissen führt und euch wahrhaftig die Brille vor den Augen, diese rosarote Brille, die ja viele bekanntlich haben, abnimmt und ja, euch so manche Erkenntnis wirklich bringt, die ihr braucht im Leben. Sei es im Hinblick auf Beziehungen, Freundschaften, in Bezug auf euch selbst. So sieht dann der Trommelstein aus. Oder auch so kleiner. Und das finde ich einfach sehr, sehr süß. Ich glaube, es gibt keinen Kristall, den ich so oft besitze wie den Bergkristall. Soll ich jetzt mal alle rausholen? Ach, das ist natürlich eine Heidenarbeit. Whatever, ich tue es. So, das sind alle meine Bergkristalle. Ich habe die in verschiedenen Größen. Und ich habe hier hinten so ein Glas, wo ich einfach Pflanzen drin habe und da hatte ich die drin stecken. Deswegen sind die jetzt voll mit Erde. Das ist mein allererster Bergkristall, den ich mir damals angeschafft habe. Den fand ich auch so schön. Wobei ich mittlerweile sagen muss, dass ich schon auch ein paar andere Bergkristalle noch habe, die ich einen Ticken mehr feiere. So sieht das aus. Wie gesagt, ich habe echt einige. Das hier sind Cluster, den finde ich auch wirklich sehr schön. Für den habe ich bezahlt, glaube ich, 10 Euro. Der war natürlich ein bisschen teurer, weil das halt wirklich eine richtig große Spitze ist. Den finde ich auch richtig schön, weil er einfach so schön glitzert. Schaut euch mal bitte an, wie schön der ist. Und dann habe ich auch noch so Trommelsteine und ich habe auch Wassersteine und die haben einfach immer so, ich hoffe, es fokussiert. Schaut euch mal bitte an, wie schön der ist. So, kommen wir zu dem nächsten Stein und zwar ist es der Rosenquarz. Der Rosenquarz ist auch einer der beliebtesten Heilsteine. Es ist bekanntlich der Stein der Liebe, der Romantik, der Selbstliebe, aber auch in partnerschaftlichen Beziehungen wird dieser Stein sehr gerne angewendet. Es gibt ihn auch in verschiedenen Varianten. Das hier ist zum Beispiel ein Rohstein vom Rosenquarz und das hier ist ein polierter Gemstone, der auch ziemlich groß ist, der wiegt ja, ungefähr ein Kilo, also schon ein bisschen kräftiger. Und ich habe die auch in den verschiedensten Variationen, finde ich auch richtig schön. Und auch so als kleinen Trommelstein, den man einfach auch schön in der Hand halten kann, wenn man meditiert oder sich an den Körper irgendwo legt. Genau, so viel zu dem Rosenquarz. Es wird sogar gesagt, dass wenn ihr Interesse an einer Person habt und diese Person aber nicht so großes Interesse an euch hat, dass ihr einen Rosenquarz in dem Haus, der Wohnung, dem Auto dieser Person tun könnt und dass diese Person sich dann in euch verliebt. Das wird gesagt. Ob dem wirklich so ist, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Regeln. In meinem Fall benutze ich ihn sogar sehr gerne, um mein Gesicht zu pflegen. Und zwar als Roller und ich habe auch einen Gua Sha Stein. Damit kannst du einfach so richtig schön durch dein Gesicht und kannst schauen, dass du hier einfach so Doppelkinn, Falten etc. Es ist einfach, es fördert die Durchblutung und tut wirklich richtig gut. Deswegen wird Rosenquarz auch gerne in der Beauty-Industrie eingesetzt, weil es halt auch der Stein der Selbstliebe ist. Und das tun wir natürlich in dem Moment, wo wir anfangen, uns selbst zu pflegen und um uns zu kümmern. Der Blaufluss ist genau wie der Goldfluss ein synthetischer Stein. Ich weiß gar nicht, was genau die Wirkung ist, aber ich finde diese Steine einfach so schön, weil die einfach so schön glitzern. Und schaut euch mal, das sieht einfach aus wie ein Auge. So cute. Und kennt ihr noch bei Man in Black diese Welt? Der Turmalin ist schwarz und kann verschiedene Formen annehmen. Der Turmalin ist ein Schutzstein. Wenn ihr mit negativen Energien attackiert werdet, wenn ihr euch besonders müde fühlt oder einfach das Gefühl habt, hey, mein Leben läuft irgendwie nicht so, wie es sonst läuft, dann könnte es sein, dass ihr einer Attacke ausgesetzt seid oder dass Leute versuchen, euch zu verfluchen oder euch Schaden zuzufügen. Und solch ein Turmalin wehrt solche Kräfte quasi oder solche negativen Energien von euch ab.
Deswegen wird empfohlen, ein Turmalin immer am Eingang des Zimmers stehen zu haben, damit alle negativen Energien, die manchmal an Personen haften, die vielleicht auch unbewusst an Personen haften, nicht in euer Zimmer hineingelangen, sondern dass dieser Stein das quasi abfängt. Ein Turmalin wird, wie gesagt, auch empfohlen, dass wenn ihr finanzielle Angelegenheiten habt, dass ihr euch einen Turmalin mitnimmt. Es gab 1920 ganz viele Trends, wo Menschen sich einen Turmalin einfach ins Portemonnaie gepackt haben, weil sie einfach ihren Wohlstand auch ein bisschen ankurbeln wollten. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten für den Turmalin. Ich persönlich trage ihn auch sehr, sehr gerne. Auch ähnlich wie der Moldavit ist, nur dass der Moldavit, sag ich mal, sehr, sehr selten vorkommt und auch wirklich teurer ist. Der Turmalin kostet nicht so viel und hat im Grunde genommen eigentlich sogar die gleiche Wirkung. Wo wir schon beim Thema sind, kommen wir zum Moldavit. Der Moldavit, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, das ist ein ganz, ganz kleiner grüner Stein. Der Moldavit kommt eigentlich von einem Meteor, der vor, ich glaube, tausenden von Jahren auf unsere Erde gecrashed ist. Und ja, das ist das Resultat davon. Er hat eine sehr krasse Vibration. Und Menschen, die quasi Prozesse schneller anregen wollen, ihr Leben verändern wollen, also mal kurz dazu zum Thema. Was vom Universum nicht sowieso für euch vorgesehen ist, wird passieren. Aber der Moldavit regt das Ganze einfach übertrieben schnell an. Also deswegen, viele tragen dieses kleine Teil um ihren Hals und es verändert wirklich ihr Leben. Ich habe mich das bisher noch nicht getraut, aber jedes Mal, wenn ich ihn in der Hand halte, schwöre ich euch, dass meine Hände einfach vibrieren. Also mein Puls fängt an, in meine Hände zu gehen und ich spüre das dann richtig. Deswegen, ich habe ein bisschen Angst vor dem, deswegen trage ich den im Moment noch nicht. Kommen wir zu einem sehr bekannten Stein, und zwar der Karneol. So sieht der aus. Der ist so, ja, dunkelorange. Und dieser Stein wird empfohlen, wenn ihr Probleme mit eurem Partner habt oder aber wenn ihr einfach eure Lust und Sexualität ein bisschen ankurbeln wollt. Kommen wir zum nächsten Stein, und zwar dem Mondstein. Ihr könnt es, glaube ich, schon leicht sehen. Ab und zu leuchtet da so eine leicht blaue Farbe. Leider reflektiert das Licht nicht so, wie es eigentlich sollte. Genau, der Mondstein wird eingesetzt bei Frauen bei Menstruationsproblemen. Dieser Stein, Leute, der hilft euch wirklich. Und das meine ich jetzt nicht nur so, sondern wirklich. Ich habe meine Periode bekommen, da war ich noch sehr, sehr jung. Da war ich, glaube ich, 11. Also war gerade erst 11 geworden. Und ich hatte sehr, sehr, sehr schlimme Unterleibsschmerzen. Also wirklich lange, lange Zeit immer damit zu kämpfen und habe mir dann immer ein Paracetamol genommen oder Buscopan. Aber Leute, das ist einfach nicht gut auf Dauer so. Ich will einfach nicht durchs Leben laufen und wissen, hey, ich muss einmal im Monat mir Schmerztabletten reinpfeifen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich werde das mal ausprobieren mit diesem Stein. Aber auch da muss ich tatsächlich sagen, ich habe diesen Stein gekauft, ohne zu wissen, was seine Heilwirkung war. Und das mache ich auch eigentlich meistens so, wenn ich in Crystal Stores reinlaufe, kaufe ich mir Steine, bei denen ich das Gefühl habe, ich brauche sie. Also ich gucke da nicht vorher nach, diesen Stein könnte ich brauchen oder so, sondern ich lasse mich von diesen Steinen wirklich rufen. Und tatsächlich habe ich bisher immer Steine für mich gegriffen. Kommen wir zu einem Stein, der auch sehr beliebt dafür ist, wenn es um die Reinigung von Steinen geht, und zwar der Selenit. Der Selenit kann verschiedene Größen haben und es ist eigentlich ein Gips. Und es wird empfohlen, aber in meinem Fall ist es jetzt eigentlich ein Teelichthalter, dass man die Steine quasi um den Selenit herumlegt, wenn man den Stein neu gekauft hat und ihn von anderen Energien oder Einflüssen befreien möchte. Ihr müsst das tatsächlich nicht immer machen. Es gibt Steine, die haben eine sehr gute Vibration und die müsst ihr nicht vorher reinigen. Es gibt auch andere Varianten, wie man das noch tun kann. Aber ich finde das einfach cool, weil immer dann, wenn ich irgendwie Schmuck mir neu kaufe, dann nehme ich dieses Teelicht raus und lege meinen Schmuck für ein paar Minuten einfach hier in diesen Selenit rein. Und ja, das erledigt einfach für mich den Rest. Dadurch muss ich das nicht irgendwie waschen oder so. Aber es gibt halt auch einfach Steine, die könnt ihr nicht mit dem Wasser in Berührung bringen. Und deswegen ist das hier einfach eine gute Variante. Ich bin einfach ein bisschen selenitkrank, wie ihr sehen könnt. Ich habe mir als allererstes diesen kleinen hier gekauft gehabt. Schaut euch mal bitte dieses Glas an. Das ist so cool. Und da habe ich halt immer meine Steine drin. Und das wird sowieso empfohlen, dass wenn ihr Crystals habt, dass ihr die ab und zu auch in Erde tut, damit ihr die Steine einfach wieder aufladet. Genau, und das kann man halt auch mit Erde machen, das ist eine Variante. Love my plant. Jedes Sternzeichen hat einen bestimmten Heilstein zugeordnet, es können sogar mehrere sein. Und in meinem Fall, ich bin ein Steinbock, ist es der Amethyst. Der Amethyst ist auch einer der beliebtesten Steine, ganz einfach, weil er einfach super schön funkelt, lila ist, schön aussieht. Der Amethyst ist besonders bekannt dafür, dass er Stress reduziert, also ist wirklich beruhigend, relaxend. Und wenn man Migräne hat, wird empfohlen, sich einen Amethysten auf die Stirn zu legen. Der Amethyst hilft auch dabei, das dritte Auge zu öffnen und dich zu deiner Spiritualität zu verleiten, zu wachsen
Und deine Psychic Abilities werden mit diesem Stein auch gestärkt. Ich habe ihn in verschiedenen Größen. Das hier sind jetzt sehr dunkle Amethysten. Die sind aus Uruguay. Und hier habe ich auch noch mal einen anderen Amethysten. Da kann man auch sehen, dass die Spitzen total kurz sind. Aber der hat auch so schön geglitzert. Deswegen musste ich den einfach mitnehmen. Ich fand den so süß. Und dann kommen wir schon zu meinem größten Amethysten. Ich habe mir tatsächlich so ein kleines Gewächshaus gebaut. Und da habe ich diese Steine alle drin stehen. Und da habe ich mir eine Lichterkette integriert, die jetzt allerdings leider im Moment ja nicht so gut zu sehen ist, da einfach das Licht gerade extrem auf mich scheint. Und ich glaube auch tatsächlich, die Batterie ist leer. Aber diesen Amethysten fand ich auch sehr schön. Den kann man sich auf einen Sockel von der Lampe setzen. Und das gibt einfach super schönes Licht am Abend. Ich werde euch mal ein Video zeigen auf TikTok, dann könnt ihr das gerne mal anschauen, wie das so aussieht, wenn abends dieser Amethystdruse leuchtet. Kommen wir zu meinem Lieblingsstein. Und wenn ich sage, ich glaube, okay, ich werde das wahrscheinlich sehr oft im Video sagen, aber das ist dieser hier. Der Labradorit. Ich liebe diesen Stein. Und ich habe mir tatsächlich erst vor kurzem diese große Größe gekauft. Ich liebe einfach, wie dieser Stein schimmert und wie er die Farben wechselt. Je nachdem, gerade wenn das Licht von draußen ins Zimmer rein reflektiert. Und ich finde den einfach so schön. Und das, was mich so begeistert hat an dem Stein, ist, dass diese Farben auch in der Natur bei Schmetterlingen und anderen Tieren, auch Käfern, sehr oft zu finden ist. Und ich finde das einfach total cool, dass einfach diese natürlichen Vorkommnisse in diesen Steinen mit aufgegriffen sind und reflektiert werden. Kommen wir zu einem Stein, der wirklich sehr gehypt ist, gerade in Bezug auf deine finanzielle Situation, und zwar der Zitrin. Der Zitrin ist der eigentlich bekannteste Stein, wenn es rund um das Thema Wohlstand und Finanzen geht. Es wird beispielsweise empfohlen, dass wenn ihr einen wichtigen Tag bei der Bank habt, geht es um einen Kredit oder sonst etwas, dann wird immer empfohlen, ein Turmalin und einen Zitrin in die Tasche zu tun, weil das führt dazu, dass dieses Gespräch gut laufen wird. Und man muss immer aufpassen, es gibt natürliche Vorkommnisse vom Zitrin. Das hier ist zum Beispiel jetzt ein echter Zitrin. Ich hoffe, man kann überhaupt sehen, wie der richtig aussieht. Der hat halt auch so Splitterungen und Maserungen im Stein. Und da habe ich auch noch mal so eine ganz kleine Zitrinspitze. Und dann gibt es gebrannten Zitrin. Und das ist eigentlich ein Amethyst, der gebrannt wird. Und da, wie gesagt, gerne auf meinen anderen Social Media Kanälen. Folgt mir auf Instagram, auf TikTok, auf Snapchat. Ich heiße überall gleich Queen Jean. Das ist mein Name. Könnt ihr gerne eingeben und mir gerne folgen und ein Abo dalassen. Ich würde mich darüber freuen. Bleibt so super, wie ihr seid. Ich drücke und küsse euch alle ganz, ganz, ganz herzlich. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bye!